Das ist ungefähr 2006 gewesen, genaues Datum weiß ich nicht mehr, aber seit dieser Zeit gibt es wieder einen aktiven Arbeitskreis, der sich mit Genealogie, also mit Ahnenforschung, befasst. Schon viele Jahre vorher und regelmäßig gab es einen Arbeitskreis Genealogie, der sich regelmäßig traf. Und zuletzt allerdings nur noch aus Herrn Dr. Junkers Bestand, weil der Rest weggestorben ist. So, als ich also so ein bisschen aus dem Nähkästchen 2006 suchte ich nach einem repräsentativen oder guten Geschenk zum Geburtstag meiner Schwiegermutter, die 100 Jahre alt wurde. Und so einer älteren Dame, was soll man da schenken? Da habe ich gedacht, ich kümmere mich mal um ihre Ahnen. Und da sie auch mit 100 Jahren noch ziemlich fit war, hat sie mir auch noch viel erzählen können. Und das war so der Beginn meiner Ahnenforschung. Dann war das natürlich, wie gerade gesagt, meine Schwiegermutter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt mache ich das also für meine Ahnen. Und da habe ich dann in der Zwischenzeit relativ viel erreicht. Bei Beginn dieser Arbeiten sucht man natürlich Gleichgesinnte. Und das war auch der Grund, weshalb ich einen Kontakt hier zum Bergischen Geschichtsverein aufgenommen hatte, nämlich weil in dem Faltblatt drin stand, dass man sich einmal im Monat montags trifft. Da bin ich dann zweimal hingegangen, da war auch keiner. Und dann habe ich gedacht, naja, dann habe ich gehört, dass der also mehr oder weniger halt eingeschlafen war. Aber man braucht nicht nur Gleichgesinnte, man braucht auch Informationen über ein entsprechendes Computerprogramm oder was jetzt mein nächstes Problem war, das ist das Lesen alter Schriften. Sie sehen hier, ein Bild von einer der Tagungen oder einer der Sitzungen unseres Arbeitskreises. 2007. Das war schon 2007, ja. Ja. Mai 2006, ja, das kommt aber dann doch unten steht. Also das Datum stimmt, Herr Dr. Junge, das brauche ich nicht zu korrigieren. Mhm. Ja, dann ging das also los, wenn man sich also mit Ahnenforschung befasst, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, wo man feststellt, dass man das, was man da lesen will, nicht lesen kann. Und parallel zu dieser Zeit gab es einen Kurs der Volkshochschule Leverkusen, geleitet von dem Herrn Dr. Dorn, auch Mitglied hier bei uns. Der hat also so ein Seminar gemacht zum Lesen alter Schriften. Da bin ich dann hingegangen. Und in diesem Arbeitskreis des Schriftenlesens waren mehrere, die auch Ahnenforschung machten. Und genau aus diesem Kreis heraus ist dann eigentlich unser neuer Arbeitskreis Ahnenforschung entstanden. Weil wir alle die gleichen Probleme hatten. Wir konnten das alles nicht lesen, wir wussten alle nicht, welches Computerprogramm benötigt man und so weiter. Diese ganze Gründung oder diese Neugründung dieses genealogischen Arbeitskreises wäre ohne Herrn Dr. Junkers überhaupt nicht möglich gewesen. Also wir sind mittlerweile 35 Mitglieder, die mehr oder weniger auch tatsächlich zu den Veranstaltungen kommen. Das heißt, wir sitzen dann so mit 15, 20 Leuten, sitzen wir bei so einer Tagung dann zusammen. Und dort ist also die tragende Figur, ist einfach der Herr Dr. Junkers, der einfach alles weiß. Der macht auch schon seit ein paar Jahren diese ganze Geschichte und wir sind also sehr froh, dass er da alles verändert uns da unterstützt. Wir treffen uns in diesem Arbeitskreis mittlerweile eigentlich alle 14 Tage. Im Sommer. Im Sommer, ja. Wir treffen uns da jeden ersten Montag im Monat und 14 Tage darauf auch nochmal
zum Lesen der Schriften, denn das ist eines unserer Hauptthemen bei der Ahnenforschung. In der Zwischenzeit haben wir eine eigene Homepage. Das ist, wer da mal reingucken möchte, unter www.ahnenforschung-leverkusen.de kann man also regelmäßig auch sehen, was wir tun. Bedanken möchte ich mich auch beim Bergischen Geschichtsverein, dass wir die Räumlichkeiten hier in der Villa so problemlos nutzen können, auch wenn nicht alle Mitglieder unseres Arbeitskreises Mitglieder im Bergischen Geschichtsverein sind. Wir versuchen zwar, dass wir das erreichen, aber nicht jeder ist tatsächlich Mitglied. Auch muss auch nicht. Nein, muss wir wollen, es nicht. Dass wir gute wollen, Arbeit dass, gemacht wird und wir wollen da keinen vergewaltigen, der das nicht will. Aber wenn wir also vorhin gehört haben, dass es drei neue Mitglieder im Bergischen Geschichtsverein gegeben hat, so bin ich ziemlich sicher, dass diese drei Mitglieder alle drei aus dem genealogischen Arbeitskreis kommen. Und wenn ich mich hier umsehe, sehe ich doch auch eine ganze Menge Mitglieder unseres Arbeitskreises. Was ja eigentlich schön ist, weil wir uns ja auch mit Geschichte befassen. Wir haben seit dem 1. März haben wir in den Monaten Januar, Februar, März und Oktober, November, Dezember gibt es also mit dem Herrn Dr. Dorn dieses Seminar, bei dem wir versuchen, unsere Ahnenforschung zusammenzuführen mit den historischen Ereignissen aus der entsprechenden Zeit. Wir haben uns da jetzt als erstes für dieses Jahr, das 18. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert vorgenommen. Da haben wir natürlich auch am meisten, sind wir fündig bei unseren eigenen Ahnen. Und da wollen wir jetzt versuchen, dass also wir herausfinden, wenn wir da einen Großvater, Urgroßvater oder so etwas hatten, unter welchen Lebensbedingungen haben die tatsächlich gelebt. Dieses Seminar fand also einen ziemlich guten Anklang, auch ohne Werbung gibt das. Und wir haben also 10 Leute, die da jetzt dran teilnehmen. Und das ist eigentlich auch, wenn man tatsächlich in einem Arbeitskreis, also in so einem Seminar arbeiten will, die höchste Grenze. Man sollte da sicherlich nicht zu viele Teilnehmer haben. Aber das ist also eine Sache, die sehr, sehr guten Anklang findet und wir beabsichtigen, das auch im nächsten Jahr weiterzumachen. Am 1. März diesen Jahres hat der Arbeitskreis eine ziemlich erfolgreiche Veranstaltung organisiert. Es waren ungefähr 40 Leute, 40 Teilnehmer, wir saßen auch hier in diesem Raum und ein Herr Dr. von Renesse hat ein spezielles Computerprogramm hier präsentiert und diese Vorführung ist für solche Leute interessant, die schon etwas weiter in der Genealogie sind und jetzt versuchen, die Ergebnisse sich auszudrucken. Das ist ein größeres Problem, sonst muss man immer die nach 4 Seiten aneinander heften. Da gibt es ein spezielles Programm, mit dem man also alles auf einen Schluck lesen kann. Eine weitere Aktivität unseres Arbeitskreises ist die Teilnahme an der 2. Ehrenamtsbörse, die in diesem Jahr am 24. und 25. Mai stattfindet. Das ist ein Wochenende und an diesem Wochenende werden Mitglieder des Arbeitskreises Ahnenforschung diesmal nicht in der Schmidtschen Halle da, sondern jetzt aber im Freien, in der Fußgängerzone, werden wir einen Stand aufbauen und über unsere Aktivitäten berichten und auch versuchen, Hilfestellung zu geben. Im neuen Jahr haben wir einige Sachen in der Vorbereitung. Wir wollen zum Beispiel versuchen, als Gemeinschaftsaufgabe Inschriften auf Grabsteinen, Wegekreuzen, Siegerdenkmälern und Ähnlichem zu erfassen.
und dieses als gemeinschaftliche Arbeit dann auch dokumentieren. Das ist ja so eine Sache, dass da eben halt relativ schnell die Daten verschwunden sind. Deswegen versuchen wir, die aufzuführen. Ich habe da mal angefangen mit Wegekreuzen. Sie sehen hier in Leverkusen-Kronenborn gibt es also das nächste, ich mache das dann nochmal, das ist dann nah dran. Und die werden also alle auswerten. Dies ist ein besonders schönes. Das ist auch in Kronenborn ein bisschen versteckt drin. Und dann wollen wir das nicht nur dokumentieren, sondern auch auswerten und dazu einen Text machen. Das ist auch so ein Wegekreuz bei Robenstein. Wie heißt das? Robenstein. Das ist also schon. Nochmal kurz zurück. Bei dem kann man nun schon sehen, weshalb das alles ziemlich wichtig ist, zu erfassen. Es ist kaum noch zu sehen, es ist kaum noch zu lesen. Aber wenn man sich darum mal bemüht und das versucht zusammenzufassen, findet man ja auch Unterlagen, die schon mal von jemand anderem gemacht wurden. Und dann können wir das nochmal entsprechend zusammenfassen. Aber wir wollen das so ein bisschen auf das Leverkusener Gebiet erst einmal begrenzen. Das ist in Mathildenhof an einer Ecke, wo ich fast täglich dann vorbeifuhr. Und da hatte ich gar nicht gesehen, dass das also noch so ein schönes zerstört worden. Wegekreuz ist. Original ist durch Vandalen zerstört worden. Ja. Ah, ja. So, und dann haben wir da noch Kriegerdenkmäler. Das Kreuz in Steinbüchel. Ja, das ist Steinbüchel. Ja, das ist nicht so ganz schön. Das war ein Versuch, um das mal zu erfassen, aber das. Ja, treffen ist schon mal gut. Dann habe ich so ein paar Aufnahmen gemacht bei den Kriegerdenkmälern. Das ist an der Ecke Wohnhofsweg W51, ziemlich offensichtlich und deutlich stehendes Kriegerdenkmal. Da wollen wir dann die einzelnen Namen auch erfassen, damit auch das Sie sehen, das ist ja relativ gut dann auch zu lesen, dass man das einfach alles mal erfasst und dann auch namentlich sortiert. Dann haben wir noch Grabstein, habe ich angefangen. Ja, wir wollen uns also einen Friedhof vornehmen. Und Herr Dr. Jukas, Sie hatten vorgeschlagen, dass wir das in Weil das ein sehr alter Friedhof ist. Man muss ja aufpassen, die Gräber werden ja so nach 40 Jahren weggeräumt. Manchmal auch vorher, aber wir wissen auch. Und dann sind diese Informationen, die da drauf standen, ja verloren. Und ich selber habe dann also mal, weil ich in der Zwischenzeit war meine Schwiegermutter verstorben, 103 Jahre alt geworden, und die ist also im Schafenbrand beerdigt worden. Und weil ich nun gerade da so war, habe ich dann mal angefangen, einzelne Grabsteine zu fotografieren. Wir wollen es also sachlich erfassen, einige Beispiele bringen. Und damit man da nicht jedes Mal an den Grabsteinen steht und alles abschreibt, ist das also heute mit der Digitalkamera zu erfassen natürlich ganz einfach. Das ist also so etwas, was wir vorhaben, in diesem Jahr intensiver anzugehen. Des Weiteren wollen wir einige Standesamtsunterlagen auch hier im Stadtarchiv angehen, als Gemeinschaftsaufgabe. Und das, was wir da vorhaben, wird vielleicht jetzt Herr Dr. Junkers in seinem Vortrag dann etwas näher ausführen, speziell auf diese Sache. Ich danke Ihnen. Ich habe heute gesagt, wir haben 8 Arbeiten im Rahmen des Jungen Historikers gekriegt. Davon sind 3 Arbeiten wie folgt betitelt: Das Kriegerdenkmal Bergisch Neukirchen im Lande der Zeit. Schriftliche Hausarbeit im Fach Regionalgeschichte, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und unsere
zur Heimat am Beispiel des gefallenen Ehrenmals in Landfeld-Richard, Kreis Mecklenburg-Vorpommern. Und das Kriegerdenkmal am Mannvorder Stadion vom stolzen Ehrenmal zum Störfaktor haben die da noch als Untertitel. Aber die haben jedenfalls diese Ehrenmal und die Beschriftung erforscht. Und da Dr. Dorn mir heute gesagt hat, dass er dem Ausschuss nicht mehr zur Verfügung steht, der die Arbeit des jungen Historikers beurteilen will, da sie die fast in ihre Datei übernehmen können. Sie sind fast ein geborenes Mitglied, um die Arbeit, die 8 Arbeiten mitzuwerten. 3 davon sind nämlich direkt auf Sie zugeschnitten. Ich habe das so lange mal. Ja, das weiß ich, dass Sie lange mal haben. Deshalb habe ich das ja gesagt. Also das ist immer interessant, weil es genau in die Richtung geht und die haben das ja schon alles aufgeschrieben. Ja, ja, brauchen Sie nur abhin. Das ist ja auch schnell die naheliegendste Anforschung. Man kommt also an so einem Grabschein vorbei und dann interessiert uns einen natürlich. Ja. Ich habe dazu mal eine Frage. Sie hatten auch Grabsteine fotografiert, wo die Verstorbenen, war erst 2006 verstorben. Ja. Wie ist das dann im Datenschutz? Den haben die Nachkommen hinterlassen. Ein Toter hat keinen Datenschutz mehr. Ja. Doch, 30 Jahre muss er. Nein, die Urkunde, die Sterbeurkunde darf er ja auch. Grabstein ist auch ein Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung und alles, was auf dem Friedhof ist. Grabstein ist öffentlich. Nein, das veröffentlicht ist, ein Grabstein ist durchaus zu veröffentlichen. Ist aber öffentlich. Das habe ich doch veröffentlicht. Leute, die das nicht wollen, haben keine Grabsteine. So, ich möchte, weil es schon spät ist, außerdem Dankeschön sagen, jetzt bitten, dass die, die noch wollen, mal eben... Ein Buch war noch verstanden. Wer möchte noch Stellung nehmen? Ja, nur ganz kurz zu den Grabsteinen, die wir bearbeiten wollen. Gibt es parallel auch Sterbeurkunden oder Todesdaten, die aus Todesanzeigen aus der Zeitung von Herrn Battenburg schon seit einigen Jahren aufgenommen wurden und veröffentlicht sind als Datenbank im Internet bei Genealogienetz seit 2000 und auch kontinuierlich fortgeführt werden. Das sind die Leverkusener Todesanzeigen. Ich selbst bemühe mich im Stadtarchiv um die Standesamtsakten, die dort vor 2 Jahren vom Standesamt übergeben worden sind, eben genau mit dieser Datenschutzgrenze, 30 Jahre nach dem Tod, 110 Jahre nach der Geburt, 70 Jahre nach der Heirat, dürfen die Urkunden frei eingesehen werden. Und ich habe also natürlich jetzt hier schon ältere Informationen über die bereits erstellten Familienbücher und Urkunden, die für die einzelnen Ortsteile hier schon zur Verfügung stehen, mal aufgelistet. Es ist also von Herrn Bölken, von Frau Kunert und anderen, Frau Dorweiler, die solche Familienbücher erstellt haben, auch in den Nachbarorten, zu denen es immer sehr enge Verbindungen gibt. Das sind also jetzt die Kirchenbücher und Kopien, die es hier in Kopieform gibt. Und wenn da oben steht zum Beispiel LDS, dann heißt das hier, dass für die Rheindorfer die Standesamtsakten für diesen Zeitraum bei den Mormonen frei einsehbar sind. Familienbücher gibt es also in gedruckter Form, hier aufgelistet. Allerdings ist dünn, bei Wermelskirchen noch nicht verkartet, nicht als Druck, als Buch herausgekommen, sondern gibt es auch nur auf CD bei dem Patrimonium Verlag aus Brühler digitalisierten Kirchenbüchern. Monheim habe ich aus den Mormondaten einmal zusammengestellt, das was hier steht. Leichlingen gibt es ebenfalls auf CD. Auch Wittard ist sowohl als Buch als auch CD zu haben, Sünwald. Und natürlich die Familienbücher, die hier für die einzelnen Ortsteile in Leverkusen, Opladen, Bürrich, Rheindorf, Schlebusch vorhanden sind. Der einzige Ort, der noch nicht publiziert ist, ist Witzenkirchen. Darum habe ich mich aber sehr intensiv bemüht. Ich habe in meinen Datenbanken, Herr Brandenburg hat sicher noch mehr, andere Mitglieder, ebenfalls Frau Adams in Bergisch Neukirchen, hat sehr viel gesammelt. Schlebusch habe ich also inzwischen aus Standesamtsakten und Kirchenbuchdaten etwa 13.000 Personen
insgesamt für alle Ortsteile über 33.000, wir haben sie wahrscheinlich nicht viel weniger. Hat man nicht gesehen. Ja, also 10.000 Eheschließungen. Das sind eben die Statistiken, die sich aus der Erfassung ergeben. Die Zivilstandsregister sind also, wie gesagt, jetzt frei zugänglich für diese Zeit. Und die Arbeitsergebnisse sind also hier bekannte Familien in Leverkusen, zu denen ich jetzt Datensammlungen angelegt habe, zu Carvalho, Leverkusen, Kohlmann, Sendenhammer in Schwäbusch oder Uhlenberg. Dann hat mich jetzt im Rahmen der Rathausausstellung, die wir vorbereiten, die Bürgermeister interessiert. Ich kann also jetzt hier für Zuccarmaglio, für Rossi und weitere Daten sammeln und angeben. Mich interessierten die Zuwanderer, es sind also bestimmte Aspekte. Es gibt hier russische Namen, es gibt italienische Namen, Monte, Nicolini, Rossi, Zuccarmaglio. Das sind also ganz interessante Fälle. Und ich habe hier mal ein Bild rausgeholt von der Sterbeurkunde von dem Herrn von Diergard. Franz Josef Wirz, der Bürgermeister in Schwäbusch, meldet im Mai, wann war es, am 3. Mai, nachmittags um 1869, dass Franz Karl, der Zeuge, Franz Karl Theiß, ist der Oberförster, wohnhaft in Morsbruch und ein Verwalter des Verstorbenen, sowie Heinrich Sörder, das ist der spätere Bürgermeister, der hier noch Sekretär bei Franz Josef Wirz war und gestorben ist nachts 1 Uhr in Morsbruch, der geheime Kommerzienrat, Freiherr Friedrich von Biergart, Witwe von Juni Friedrich Deussen, geboren zu Mörs, Regierungsbezirk Düsseldorf, 74 Jahre alt, Rittergutsbesitzer. Da gibt es also jetzt die Unterschriften des Bürgermeisters von Sörder und von Wirz. Und da ich mich auch jetzt mit der Wirtschen Familiengeschichte befasst habe, kann ich also aus dem Internet zum Beispiel die Familie des Franz Josef Hubert Wirz, der in Haus Bürgel geboren ist, also eine ganz interessante Verbindung, aber in Niederweisig gestorben ist als Rentmeister. Er war eben zeitweise nach Rossi Bürgermeister in Schwäbusch, verheiratet mit einer Altenhoben, also schon eine ansehnliche Familie. Der erste Sohn, der in Schwäbusch geboren ist, heißt dann auch hier Franz Josef und so weiter, Gietzeli. Er ist ein Apothekenbesitzer gewesen, ein Bruder war Anwalt, also es sind sicher auch viele früh verstorben. Die Zahl der Kinder ist in der damaligen Zeit immer sehr viel höher gewesen. Diese Information stammt aus einer sehr umfangreichen Liste im Internet. Und zwar ist es die Hackerbach-Theorie. Im Sinne des Buffets und der Spiele. Wir machen jetzt Schluss. Wir sind fertig. Lass mal das zu einem Ende bringen. Das ist ja schon wieder ein eigener Vortrag über den zwei angekündigt. Der ist ja schön. Und sehr gut. Wir sollten das mal. Nein, wir machen Schluss. Nein, in dem Rahmen, dem thematisieren. Das zählt schon richtig die Arbeit und überschreitet sehr stark die Vorstellung. Das ist jetzt schon richtig ein Arbeitsbericht. Es ist einfach sehr spät und ich möchte so brutal sein, dass die Frau Kölsch nicht das Buffet alleine essen muss und zurücktragen muss. Ich darf Sie also bitten, noch einen kleinen Moment einzugehen. Ich sage Ihnen allen, dass ich wegen der späten Stunde, das ist ja ein unendliches Thema, das hätten Sie ja noch 5 Stunden bekommen. Aber nicht so lange gekommen.